Was bedeutet dir der Frauentag? Für mich persönlich bedeutet der Frauentag eigentlich gar nicht so viel, weil mir besondere Tage nicht so wichtig sind. Muttertag zum Beispiel, ich schenke meiner Mutter auch so gerne mal ein paar Blumen, muss ich nicht bis zum Muttertag warten. Meine Kinder, die bringen mir mal ein Bild mit, auch wenn ich nicht Geburtstag habe. Also das sind die wichtigen Dinge für mich. Und trotzdem ist es natürlich, wenn man so einen besonderen Tag hat, hat man die Möglichkeit, den Fokus zu legen auf ein gewisses Thema. Und das ist bei Frauen einfach geboten, weil wir gucken müssen, wo stehen wir in der Gesellschaft? Sind unsere Bedürfnisse ausreichend berücksichtigt? Und werden wir gewertschätzt einfach? Und dafür ist so ein besonderer Tag wirklich gut. Warum ist es für dich wichtig, dass der Frauentag jetzt ein Feiertag ist? Weil wir genau dann die Möglichkeit haben, den Fokus auf das Frauenthema zu legen. Es gibt immer noch zahlreiche Probleme in Sachen Gleichberechtigung, Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft. Das geht im Kleinen los. Es gibt immer noch Hausordnungen an Schulen, die verbieten, dass Mädchen sich selbstbewusst kleiden, indem sie eben bauchfreie Oberteile tragen, bis hin zur Gleichberechtigung im Arbeitsleben. Und um eben den Fokus genau auf dieses Thema zu legen, ist es wichtig, dass der Frauentag ein gesetzlicher Feiertag ist. Anja, wie beeinflusst das Frausein deinen Alltag? Da gehe ich mal 3 Jahre zurück. 2020 war es noch so, dass Frausein meinen Alltag dadurch geprägt hat, dass ich hauptverantwortlich war für die Organisation meiner Familie mit 3 Kindern und berufstätig und dass mich all das sehr viel Kraft gekostet hat, sodass ich meine eigenen Bedürfnisse komplett aus dem Auge verloren habe. Und das brachte mich letztendlich in einen Zustand der akuten Erschöpfung und Depression. Und ich durfte mit Therapien und Coaches wieder lernen, mich selbst zu finden und meinen eigenen Wert zu finden. Und das ist das, was mich heute prägt und was mein Frausein heute im Alltag prägt. Nämlich, dass ich genau weiß, wann sind meine Energiereserven aufgebraucht? Wann darf ich Nein sagen? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für mich als Frau im Alltag, auch zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Was findest du richtig toll an dir? Ich liebe meine Kreativität. Ich liebe meinen Mut für Veränderung, weiterzugehen, nach vorne zu schauen, neue Ziele zu setzen. Und ich liebe es, Menschen mit meinen Worten zu berühren, vor allem im Geschriebenen. Sehr schön, vielen Dank. Allen Frauen auf dieser Welt einen Rat geben könntest, welcher wäre das? Ja, das ist schwierig, weil viele Frauen ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Aber ich glaube, eins eint uns alle, dass wir das Gefühl haben, immer stark sein zu müssen. Mein Motto ist ganz klar und damit auch der Ratschlag an alle Frauen: Es ist eine Stärke, Schwäche zu zeigen. Weil ich muss nicht immer perfekt sein. Es muss nicht immer alles glatt laufen. Ich darf auch mal sagen, bis hierhin und nicht weiter. Es ist einfach eine Stärke zu sagen, ich bin heute schwach. Und das steht vielen Frauen.